Hey, ich möchte euch hier eine weitere wunderbare Bienenweide vorstellen. Und zwar ein Baum, der bei uns in Deutschland in Vergessenheit geraten ist. Und zwar die Elsbeere. Die Elsbeere ist heute, jetzt am 2. Mai, in volle Blüte gegangen. Man hört die Bienen brummen und zwar von mehreren Metern Entfernung. So lecker scheint wohl der Baum für Insekten zu sein. Was man jetzt natürlich sagen muss, leider stinkt die Blüte. Also lecker riecht es wirklich nicht. Das hat so ein bisschen so einen fauligen Geschmack. Es riecht ein bisschen nach Holunderblüten. Hat so einen leichten Touch davon. Die Blätter sehen übrigens so ein bisschen aus wie Eichenblätter. Ich habe lange gerätselt, was das für ein Baum ist, bis ich dann da mal eine Kundin dran gesehen habe, die hat die Früchte geerntet. Ich so, Nanu, was macht ihr denn mit den Früchten? Ja, also die Elsbeere gehört zu unseren essbaren Bäumen. Man könnte auch sagen, die Essbeere anstatt Elsbeere. Es gehen übrigens nicht nur Honigbienen an die Blüten, es gehen auch sehr viele Fliegen dran. Wie man hier sieht, so kleinere Schwebfliegen, Bienen. Also Honigbienen scheinen diesen Baum besonders zu lieben. Ich habe aber auch schon Schmetterlinge, Käfer und Wildbienen dran gesehen. Also, wenn ihr noch Platz in eurem Garten habt, wie wäre es denn mit einer Elsbeere? Die Früchte sind übrigens sehr, sehr Vitamin C reich und für die Schnapstrinker, man kann damit einen speziellen Likör oder Schnaps ansetzen. Hier in Hohenwettersbach stehen übrigens tatsächlich ein paar Elsbeeren. Das ist nicht nur der einzigste Baum. Ganz da vorne steht noch mal einer. Und wenn wir jetzt noch mal das Thema Insektensterben von der Nahrungsperspektive angucken wollen, dann erkennt man hier eigentlich, hey, was wir hier für Potenzial hätten an weiteren Bienenweiden ansetzen. Es bringt den Insekten gar nichts, wenn wir hier eine Obstwiese weiterhin pflegen. Also wenn wir in die Bereiche vom Insektenleben reinschauen wollen, was die Nahrung angeht, wie wäre es denn damit, auf so einem Acker ein Trachtfließband ansetzen? Wir könnten hier richtig Artenvielfalt reinbringen. Die Gesetzeslage macht da allerdings einiges kaputt. Egal, in dem Video wollte ich jetzt eigentlich tatsächlich nur die Elsbeere euch mal kurz vorstellen. Das soll ja in die Playlist der Bienenweiden rein. Aber wer Interesse hat an weiteren Bienenweiden und warum man die auch nicht ansetzen darf, also ihr könnt ja mal das Trachtfließband von Bivetal downloaden unter bivetal.com Info. Und dann auf Bienenweide Herbarium drücken. Und dann könnt ihr ja mal euch selbst antesten. Und zwar schickt ihr einfach mal eurem Liegenschafts- und Umweltamt diese Liste und fragt, welche von diesen Pflanzen, die für die Bienen doch so wichtig sind und gegen das Insektensterben auch agieren, darf ich denn im Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebieten ansetzen oder auch im eigenen Garten ansetzen. Und dann könnt ihr euch selbst mal reinfuchsen, was denn da mit unserer Gesetzeslage schief läuft. Postet mir gerne eure Kommentare und genießt noch mal diesen schönen Baum. Ich zoome noch mal ran. Die Elsbeere.